Freitag, 15 Uhr, herzlich willkommen zu unserem heutigen Flashlight. Das Thema heute lautet: Interim Manager sind zu teuer. Gemeint ist jetzt hiermit zu teuer im Vergleich zu festen Mitarbeitern, nicht etwa im Vergleich zu Beratern. Ja, zur Erinnerung, wir haben diese kleine Videoreihe aufgesetzt, um im Detail auf einen Artikel einzugehen, den das Magazin Impulse veröffentlicht hatte. Dieser Artikel war überschrieben mit dem Titel 8 Irrtümer über Interim-Management. Die Aussage Interim-Management, Interim-Manager sind zu teuer, wurde folglich gleich von Impulse als Irrtum gebrandmarkt. Ja, wie stets wollen wir uns dieser Einschätzung systematisch nähern mit Zahlen, Daten, Fakten. Ich sage vorweg, dass mein Kollege Jürgen Becker sich in seiner analytischen Art heute nicht scheuen wird, mit dem Feuerzeug zu spielen und sich an den Lebenslügen so mancher Branchenteilnehmer herumzuzündeln. Ja, dann legen wir mal los, Jürgen. Ach ja, die Aussage, Interim-Manager sind zu teuer, die begleitet mich so lange, wie ich im Interim-Management tätig bin. Und solange der IMP seine Provider-Studie veröffentlicht, wurde dieses zu teuer als der wichtigste Hintergrundgrund genannt, der Unternehmen davon abhält, Interim-Manager zu beauftragen. Ja, das hier ist die Grafik aus immerhin der 16. IMP-Studie. Und dieser Hinderungsgrund war in jedem Jahr mit Abstand der wichtigste. So stets um die 30%. Also durchwegs ein hochgradig relevanter Grund, der die Nachfrageseite abwinken lässt. Auf solche Situationen kann die Anbieterseite grundsätzlich durch zwei Maßnahmen reagieren. Sie reduziert erstens die Preise oder zweitens, sie macht der Nachfrageseite klar, dass ihre Einschätzung, die der Nachfrageseite, unzutreffend ist. Die zweite Option ist, trotz nennenswerter Anstrengungen krachend gescheitert. Anderenfalls hätte die Aussage nicht über 1,5 Jahrzehnte durchgängig als wichtigster Hinderungsgrund genannt werden dürfen. Absolut. Und zu diesen nennenswerten Anstrengungen gehört, dass so ziemlich jeder Provider eine Modellrechnung vorweisen kann, die nachweist, dass Interim-Manager kaum teurer sind als Mitarbeiter in Festanstellung. Ja, genau. Ich erinnere mich noch gut an diese Übung. Da hatte ich im Jahr 2003, man stelle sich vor, 2003 online ein Excel-Sheet zur Verfügung gestellt mit vielen Variablen, die das Unternehmen einsetzen konnte, inhaltlich abgestimmt mit dem damaligen Personalchef von Accenture, im Nachhinein eine brachiale Zeitverschwendung. Ja, Jürgen, so ein Excel-Sheet, das hatte ich in meinen Anfängen in der Branche vor fast 20 Jahren auch erstellt. Ja, was hatten wir? Wir waren ja beide damals auch dann im Providerverband, im IMP. Wir hatten ja immer wieder und auch über Jahre hinweg diskutiert, was da alles an Kosten für Festangestellte anzusetzen sind, die einfach bei Interim-Managern nun mal im Vergleich nicht vorkommen. Und der ein oder andere Anbieter stellt ja einen solchen Rechner auch heute noch zur Verfügung. Meine Damen und Herren, wenn Sie das interessiert, wir stellen Ihnen zwei davon in der Beschreibung zu diesem Video zur Verfügung, unter anderem den Rechner vom AIMP. Ja, das ist alles mathematisch sehr schön und mathematisch ja auch richtig. Jedoch hat es nicht helfen können, diesen 30% Wall gegen das Interim-Management einzureißen. Der ehrenwerte Versuch, etwa einem Drittel der Unternehmen klarzumachen, dass sie falsch unterwegs sind, ist aus meiner Sicht vollkommen gescheitert. Fragen wir uns deshalb, woran liegt das? Ja, woran liegt das? An der Stelle wird ja immer wieder gerne vermutet, dass diese rund 30% zum Mittelstand gehören. Und da der Mittelstand nicht so hohe Gehälter zahlt, sind dann Interim-Manager einfach kein Thema. Ja, dagegen sprechen jetzt zwei Argumente. Zunächst einmal, dass Interim-Manager ihren Tagessatz durchaus den Gegebenheiten beim Kunden anpassen.
Und daraus folgt, dass es sehr wohl interne Manager gibt, die für Projekte im Mittelstand geringere Tagessätze fordern als im Konzernumfeld. Ja, und das zweite Argument, das lautet, der Mittelstand ist für mindestens die Hälfte der Nachfrage nach Interim-Managern verantwortlich. Und auch das weist die AMP-Provider-Studie seit Jahren nach. Ja, Jürgen, was folgern wir daraus? Erstens, aus meiner Sicht, es gibt eine große Gruppe von Unternehmen, die Interim-Manager schlichtweg für zu teuer halten, unabhängig von smarten Rechenmodellen, die das Gegenteil beweisen. Ja, und zweitens, diese große Gruppe setzt sich nicht ausschließlich aus Unternehmen des Mittelstands zusammen. Ich folge daraus, Interim-Manager werden diese Gruppe nur dann erschließen können, wenn die Preise gesenkt werden für den Endkunden, für das Unternehmen. Ja, Jürgen, mit so einer Aussage machst du dich aber jetzt erstmal kräftig unbeliebt. Naja, es ist ja auch nicht mein Job, mich beliebt zu machen. Ich glaube aber nicht, Jürgen, dass du willst, dass die Interim-Manager, die ja schließlich vor Ort die Leistung beim Kunden erbringen, Honorareinbußen erleiden. Aus Sicht der Interim-Manager zumindest muss es da doch dann einen anderen Weg geben. Ja, sicher. Und dieser Weg kann dann nur lauten, die Provider-Marge muss weg. Und es ist ja kein Geheimnis, dass wir hier von irgendwo um 25-30% sprechen, in Spitze von 40-50%. Dann kostet ein Interim-Manager den Kunden nicht mehr, sagen wir 1.300 Euro, sondern nur noch 950 Euro etwa. Und das ist dann eine völlig andere Dimension. Richtig. Wenn man die Margen herausrechnet, dann ist das alleine schon eine ganze Menge Geld. Und wir können uns vorstellen, dass viele Unternehmen aus dieser 30% Ablehnergruppe ihre Einschätzung dann ändern. Ja, aber auf den Punkt gebracht bedeutet das, wenn sich die Interim-Manager diese Ablehnergruppe erschließen wollen, dann müssen sie direkt an diese Kundengruppe ran. Auf welchem analogen Weg auch immer oder eben auf digitalem Weg über uns. Ja, der direkte Weg zum Kunden wird immer mehr zum Königsweg für professionelle Interim-Manager. Aber wir möchten noch einen anderen Gedanken in die Diskussion einbringen, und zwar einen qualitativen, nämlich die Nutzenargumentation, den Mehrwert eines Interim-Managers. Ja, klar. Jetzt kommt eines deiner Lieblingsthemen. Na, dann mal los. Ja, also, wenn Interim-Manager dem Kunden klar machen können, welchen Nutzen sie bringen, dann dürfte das Preisthema in aller Regel vom Tisch sein. Wenn Interim-Manager wirklich verdeutlichen, dass sie mehr einbringen, als sie kosten, dann wird jeder Unternehmer, der unternehmerisch denkt, dabei sein. Und weil Interim-Manager und Entscheider in den Unternehmen ja auch Kennziffern so lieben, hat der Markt den Begriff ROIM geprägt, Return on Interim Management. Ja, wenn ich mich recht entsinne, dann hat Heuse den Begriff vor Jahren erfunden. Und Heuse hat auch erst im vorigen Jahr wieder eine Studie dazu veröffentlicht. Genau, nach dieser Studie brachten 81% der Mandate mehr als das Doppelte der Kosten ein, 21% sogar mehr als das Zehnfache. Wir verlinken auf diese Studie in der Beschreibung zu diesem Video. Ich finde, das ist ein tolles Konzept, auch wenn Heuse von einer Schätzung spricht. Und nichts, absolut nichts, liegt mir ferner, als das in irgendeiner Weise zu entwerten. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass das nachhaltig im Markt angekommen ist und sich im Honorarmodell der Interim-Manager oder der Provider niedergeschlagen hätte. Jürgen, also dir ist klar, dass du jetzt anfängst an einem zentralen Branchennarrativ. Man könnte es auch als Lebenslüge so mancher Verkäufer in der Branche zu zündeln. Damit machst du dir keine Freunde. Aber sag jetzt schon, wie du es meinst.
Naja, wenn ich als Interim-Manager behaupte, leicht das Doppelte meiner Kosten hereinzuholen, dann kann ich doch einen Tagessatz anbieten, der meine Lebenshaltung abdeckt. Sagen wir mal 250 Euro. Und den Rest dann variabel, oder? Ja, sicher. Und weil ich dann als Interim-Manager das Risiko trage, würde ich eine zusätzliche Komponente erwarten. Sagen wir 25% von dem, was ich über meine Kosten hinaus, also den vollen Tagessatz, für das Unternehmen hereingeholt habe. Das könnte mir gefallen und ich glaube den Kunden auch. Ja, Sie haben es gehört, meine Damen und Herren. Was sagen Sie dazu? Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle meinem Kollegen Jürgen Becker hier zustimmen. Oder vielleicht doch? Ja, schauen wir mal. Bitte schreiben Sie uns doch Ihre Meinung zu diesem return-basierten Modell in die Kommentare zu diesem Video. Wir antworten dann auch sicher darauf. Ja, soweit für heute. In unserem nächsten Video dieser Reihe widmen wir uns dem Irrtum Identification Zero und nur abkassiert. Damit ist gemeint, als Mitarbeiter auf Zeit identifizieren sich Interim-Manager nicht mit den Zielen des Unternehmens. Das ist der nächste Irrtum. Bitte unterstützen Sie unseren Kanal durch Ihr Abo und einen Daumen rauf. Ja, vielen Dank und bis nächsten Freitag. Tschüss.